So, und weiter geht's mit dem Mol-Unboxing. Oh ja, Hammerbombenrohre. Oh, von Funke des Dark Hits. Das sieht ja wirklich aus wie das Original bald. Ja. Krass. Das Goldfontaine mit Farbstern. Ah ja. Ah, die Vortexer-Loots. Die mit dem Wirbelaufstieg. Aha, und jetzt hier von Blackbox Vogelschreck-Bombenrohre. Von die Doppelschlag, oder? Ich weiß gar nicht. Die wurde halt mal als Doppelschlag deklariert zumindest. Knisterteufel. Okay. Das sind diese. Ach du Scheiße, wie denn das aussieht. Die sind aber richtig heftig. Okay. Ja. Das sieht aus wie so ein. Wie so von DDR, so ein Taifun oder sowas. Ja. Bei Tonschreck. Ah, und da wieder die Vulkane da, wo wir auch mal wieder vergessen haben zum Zünder letztes Jahr. Ja. Funke Petarde. Ah, so sieht die aus. Auch nicht schlecht. Ja, bin mal gespannt. Ja. Rattlebang und Devil Scream von ABBA Pyrotechnik. Die Feuertöpfe. Ah, Titanenschlag Blau. Ebenfalls von Funke. 20 Stück sind drin. Ne? Was haben wir hier? Galeras Silbervulkane. Das sieht auch cool aus mit der Verpackung hier, so schön Silber. Ja. Immer so alles hochaufwendig bedruckt. Römische Lichter, ebenfalls von Funke. Also die 10-Schuss-Variante. Da gibt es ja noch 20- und 30-Schuss-Varianten. Also da haben sie jetzt langsam angefangen, hier ordentlich Sachen rauszuhauen. Und hier ist noch die Diva-Liga von Blackbox. Wahrscheinlich auch ein Fächer, oder? Ja. Fächer, okay. Ja, Fächer. Ah ja, tatsächlich.